Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und herzlich willkommen. Wir spielen heute mal was Neues und zwar erstmal nur in dem sogenannten, ja, Anzocken. Das heißt, ich mache davon höchstens ein paar Folgen, die auch durchaus ein bisschen was länger dauern können, je nachdem. Und mal schauen, zum einen wie es mir Spaß macht, zum anderen wie es ankommt. Und vielleicht mache ich dann nochmal ein richtiges Let's Play draus. Wir spielen My Lovely Daughter. Das Spiel, das werde ich höchstwahrscheinlich, also ich habe nirgendwo ein Rating gefunden, ab wann das frei ist, mehr oder weniger, aber ich werde es mal ab 18 reinstellen. Einfach wegen dem Thema von dem ganzen Spiel. Also zart beseitete Seelen sollten hier das Video beenden und sich was anderes angucken, weil es zum Teil doch ziemlich verstörend ist und die Entwickler beschreiben das Ganze auch so, dass das Spiel extra dafür da ist, um einen zu verstören. Ja, soweit. Wir legen direkt mal los. Ich hoffe, vom Sound her passt das. Ich finde ihn sehr laut gerade. So ist es, glaube ich, etwas angenehmer. Und dann legen wir mal los. Ich hatte es schon mal gespielt. Ja, man sieht nicht wann, aber ich kann euch sagen, das ist schon mindestens ein Jahr her, wo ich das gespielt habe. Deswegen fangen wir doch direkt nochmal neu an. Nö, das gucken wir uns natürlich an. Once troubled people would queue in front of this house, hoping to obtain solutions to their problems. But that has not been true for some time now. Ja, also einst war das Haus überfüllt von Leuten, die dort gewartet haben, um Lösungen für ihre Probleme zu finden. Aber das ist jetzt schon seit langem nicht mehr so. Faust wachte in dem Haus auf. Ja, er wacht also auf, sein Körper und sein Geist haben Schmerzen. Er versucht sich zu erinnern über alles, aber es ist alles ein bisschen neblig, verschwommen. In der Mitte von seiner Verwirrtheit entdeckt er ein Schreiben, das er als sein eigenes erkennt. Aber wie auch immer, es beinhaltet nur Verrücktes. Und in der Hoffnung, ein paar Antworten zu finden, entscheidet er sich, mehr von dem Haus zu erkunden. Seine Kopfschmerzen werden schlimmer. Und die Alchemie-Ingredienzien haben einen starken Geruch im Raum. Die Apparaturen sehen so bekannt aus. Aber wenn er sich versucht zu erinnern, dann schmerzt sein Kopf nur noch mehr. Seine Schritte hallen. Er stoppt seine Schritte vor einer Tür, die zu einem sehr dunklen Raum führt. Als seine Neugier erwacht oder steigt, schwindet sein Schmerz. Vorsichtig öffnet er die Tür und tritt ein. Fühlt sich so an. Es wäre schon sehr lange hier. Dieser Geruch. Das hölzerne Gefühl in diesem Raum. Aber wo bin ich? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Warte, ist das eine Person?
Hallo, wer bist du? Oh, ihr Heiligen. Ihr Gesicht ist so blass. Sie muss tot sein. Aber ihre Haut und Muskeln sind immer noch intakt. Und ihr Gesicht ist sie meine Tochter? Aber sie sieht älter aus. Ist sie es wirklich? Aria? Ah, ich kann mich an nichts erinnern. Wenn sie wirklich meine Tochter ist, kann ich sie nicht einfach hier lassen und nichts tun. Ich brauche Antworten. Ich muss wissen, was hier los ist. Ich halte es nicht aus, dich hier so zu sehen. Schon bald werde ich dich zurück und gesund ins Leben führen. Hier muss irgendwas sein, das alles eine Antwort bringt. Das kann ich nicht glauben. Ist das ein Seelenorb? Nur ein hocherfahrener Alchemist könnte das. Aber es ist ein verbotener Akt. Warte. Könnte es die Seele meiner Tochter sein? Hat ihre Seele jemand in diesem Orb gefangen? Das würde bedeuten, ich habe immer noch eine Chance, sie zurückzubringen. Warte. Er sieht schwach aus. Meine Zeit ist limitiert. Ich muss auf jeden Fall was tun, um die Seele zu intensivieren, verstärken. Ich muss die Seele füttern. Vielleicht kann ich ein paar der Ingredienzien benutzen, die ich eben gefunden habe, um einen lebenden Homunculus zu transmutieren und damit die Seele zu füttern. Transmutiere einen Homunculus. Wie wird das gemacht? Das habe ich nie gemacht. Aber warum fühlt es sich so vertraut an? Ich bin sicher, dass ich einen Transmutationskreis brauche. Oh no. Warum verschwindet alles aus meinem Kopf? Ich brauche einen Hinweis. Diese Papiere, diese Bücher. These books lying about might and power. Ah, da. Warte, dieses Buch. Es spricht zu mir. Ich kann was Magisches daran fühlen. Lass mich nachsehen. Das ist es, der Transmutationskreis. Dieses Buch hat Antworten. Ein sehr erfahrener Alchemist muss hier gelebt haben vorher. Oh nein, die Textseiten sind zu verblichen, um was rauszufinden. Aber die erste Seite ist klar. Das muss magisch wiederhergestellt worden sein. Wie auch immer. Ich werde auf jeden Fall das Buch nutzen und meine Experimentnotizen dort reinfügen. Fangen wir an. So, da sehen wir schon, was wir machen können. 3 Albedo. Nigredo, Crossed Out Triangle. Nigredo ist also weggestrichen und dann Triangle. Was brauchen wir noch? 3 Circles of Sacrifice in Nigredo. Never use a human sacrifice. Okay. Hier sehen wir schon sowas wie Holz. Nochmal Holz und Holz ergibt was.
Holz, Holz, Metall ergibt was. Holz, Fleisch vielleicht und Metall ist durchgestrichen. Das scheint nichts zu bringen. Okay. Ach, gucken wir mal an. Da haben wir den Kreis. Das sieht korrekt aus. Denke, ich kann mit der Transmutation fortfahren. Zeit für meinen ersten Versuch. Hoffe, es wird funktionieren. Ich versuche mal die holzigen Kredenzien im Kreis und. Okay, also in diese Kreise kommen die Inkredenzien. Und wenn ich das gemacht habe, muss ich diesen Kreis drücken. Holz. Mehr Holz. So, da kann ich auch gar nicht anklicken. Dann mal los. Ach, damit rufe ich das mal auf. Gut. Starten wir. Soon, I will have her back. Wir haben einen Baum, Level 1. Sadness 0 von 100. Sieht noch sehr glücklich aus. What's her name? Sierra. Unglaublich, es hat wirklich funktioniert. Ich kann es immer noch nicht glauben, ich habe es wirklich gemacht. Okay, ich muss mich fokussieren. Das ist nur der erste Schritt. Wir brauchen einen Platz, wo ich diese Homunculus aufbewahren kann. Hier sind viele Räume in diesem Haus. Ah, dieser Raum ist leer und groß genug. Okay. I just need to sacrifice this one. Okay, wir müssen die opfern. Select where to store the Homunculus. Da. This room is empty. Und da haben wir die dran. Da sagt er auch so. Ich muss sie töten, um die Essenz zu nutzen, um die Seele der Tochter zu füttern. Tja, nur ein kurzes Leben. Oh. Und das ist dieses Verstorbene. Dieser kleine Baum fragt uns, are you really my father? Bist du wirklich mein Vater? Leb wohl. Warte, was? Warum? Tja, es geht hier um Wichtigeres als dich. No muss, no fuss. Since her body is a tree. He chops her down into several logs to make use of the wood. Tja, da ihr Körper ein Baum ist, hackt er sie klein in verschiedene Blocks, also Holzklötze, um Nutzen aus dem Holz zu machen. Tak, 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 tak. Okay, da gibt es Erfahrungspunkte, je nachdem, ob die Angst haben, ob die traurig sind, ob die wütend sind oder ob die glücklich sind. Was? Es hatte keinen Effekt auf die Seele, aber warum? Oh, verdammt, das war nutzlos. Ich habe nur diese Ingredienzien zurückbekommen. Irgendwas fehlt. Ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Ich mach noch eine und überlege, was ich machen kann dann. Okay. Warte, steht da was drin? Ja, ich hab's kapiert. Ich wollte nur hier reingucken. Okay, nein. Dann Clay. Auch mit dreimal Clay. Oder einmal Holz dabei. Oh, Holz kann ich gar nicht wählen. Na gut, dann machen wir halt Clay. Dann
erschaffen wir uns direkt mal noch eine. Soon I will have her back. Ah, jetzt haben wir ein Clay-Mädchen. Farah. Farah ist okay. Es hat noch ein bisschen Blut da, aber viel Spaß. Diese Homunkuli müssen Gefühle haben. Die sind den Menschen ähnlich. Ich muss einen Weg finden, um sie mit menschlichen Affinitäten zu füttern und sie damit wachsen zu lassen. Sie raus in die Gesellschaft zu schicken, klingt nach einer guten Methode. Hallo Farah. Oh, angry. Na? Stop bothering me! Der Kill-Button fehlt leider. Okay, ja, wie können wir das tun? It is time to go outside and find the nearest village. Wir suchen also das nächste Dorf hier in der Nähe. Das ist eine ganze Woche? Okay. Oh, wo ist das? Wie bin ich hier hingekommen? Verdammt. Ich muss fokussiert bleiben. Mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich kann Leute hören. Da ist ein schmales, kleines Dorf. Und dahinter den Hügel. Da muss ich hin. Sind Sie nicht Faust? Wo waren Sie? Sind Sie wieder im Geschäft? Kennt sie mich? Wie kann das sein? Was für ein Geschäft? Warte, was ist meine Beschäftigung? Irgendwas mit Alchemie, wenn ich mich richtig erinnere. War sie eine Kundin? Nun, sieht so aus, als wäre ich das. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Da bin ich aber froh, das zu hören. Sie sind wirklich wieder zurück im Geschäft. Wissen Sie, mein Ehemann, der drängt mich immer dazu, Dinge zu tun, die ich nicht tun möchte. Ich denke, Ihre Kreatur dort kann mich ersetzen. Ich gebe Ihnen ein bisschen Gold im Gegenzug. Eine Kreatur? Was für eine Kreatur? Der Homunculus? Unglaublich. Das ist das erste Mal, dass ich einen erschaffe. Sie muss irgendwas anderes meinen. Aber es ist die perfekte Chance für meinen Homunculus. Mit Menschen zu arbeiten und die Affinitäten zu absorbieren. Außerdem kann ich das Gold gebrauchen. Boah, dieses Grinsen hier ist schon geil gemacht. Okay, klingt gut. Ich denke, ich kann Ihnen aushelfen. Dankeschön. Ihre Kreatur wird ganz bestimmt helfen. Hoffentlich läuft das so nach Plan. So, ist das da? Careful Assistance. 10 Gold pro Tag. 3 Tage dauert das. Das heißt, wir kriegen 30 Gold. 4. Wieso 4? Die ist doch enger. Na gut, ist halt so. Erfahrungspunkte 15 pro Tag. Lass mir das machen. I hate it. Give me another job. Ja, da läuft die Zeit. Was anderes kann ich auch nicht machen. Da haben wir was Gold bekommen. Laufen die ganzen kleinen Männchen durch die Gegend. Nochmal ein bisschen Gold bekommen. Angucken kann ich Stimme aber nicht, oder? Nee. Gut, fertig. Ist immer noch ein bisschen Zeit, bevor die Woche zu Ende ist. Ich sollte meinen Homunculus mehr Arbeit machen lassen. Sieht so aus, dass der Homunculus eine kompatible Affinität braucht, um es zu maximieren.
Da haben wir Enger. Sehr gut. Dieser Platz sieht passend aus, für jemanden, der temperamentvoll ist, so wie dieser Homunculus. Ich denke, sie wird sich hier besser anstellen. Okay, Hebel bedienen. Na dann. Klingt auf jeden Fall interessant. 10 Gold pro Tag, 4 Tage, dann ist die Woche vorbei. Anger, 15, passt. No one wants to work with me. The job is very simple, you only need to turn the lava pot on and off. Gut. Das sollte nicht schwer sein, so einen Schalter zu bedienen. Dann lassen wir die das mal machen. Game Speed Control. Good job, old man. Dann lassen wir das mal laufen. Sehr schön. Haben auf jeden Fall ganz nett was an Geld gemacht. 95 Goldmünzen haben wir bekommen. So, April 1146, zweite Woche. Also, als er am Schlafen war, hatte er zwei Fragen im Kopf. Wie konnte er alles vergessen? Und was für ein Geschäft hatte er mit den Dorfmenschen? These wearing swords seem to have fed the magical books through the night. Diese Sorgen haben wohl scheinbar das magische Buch gefüttert. Über die Nacht hinweg. Bedeutet das, da steht jetzt was drin? Gucken wir gleich mal rein. Oh, solch ein schrecklicher Albtraum. Ich habe meine Frau, meine Tochter gesehen, wie sie am Leiden waren wegen ihrem harten Leben. Es war ein schrecklicher Traum. Ich hätte sowas nie passieren lassen. Aber wenn dieses Mädchen dort wirklich meine Tochter ist, wo ist meine Frau? Wo ist sie hingegangen? Sollte ich sie auch finden? Verflucht, das ist so verwirrend. Ich sollte erstmal das Seelenproblem so schnell wie möglich erledigen und rausfinden, was hier los ist. Oh, was passiert mit dem Buch? Es leuchtet. Gibt es mir irgendwelche Hinweise? Sollte ich es lesen? Ah, da ist was aufgetaucht. Was? Grob 2 Jahre vorher. Was ist das? Ich bin mir sicher, das Schreiben ist ein bisschen anders als das letzte Mal, als ich geguckt habe. Diese Geschichte klingt vertraut. Vater, diese Person bin ich. Diese Geschichte ist über mich. Ja, richtig, ich erinnere mich. Das ist ein magisches Buch. Vielleicht kann es mir diese Mysterie erklären. Okay. Verdammt. Mein Trank war ein... Was not a failure, war kein Fehler. Aber immer noch denken Sie, dass es gefährlich ist. Wie können Sie nur sowas einfach behaupten, ohne es vorher gründlich zu testen und ohne mir zu erlauben, um eine Erklärung abzugeben? Sie haben mich sogar gekündigt. Meine Familie von Mahel Capital, also der Hauptstadt, wie es scheint, Mahel Hauptstadt, haben sie mich und meine Familie verbannt und zwingen uns, in dieses kleine Salage Village zu ziehen. So eine outrageous decision, kriege ich gerade nicht übersetzt. Das Dorf ist überfüllt mit Banditen, Gaunern und Lowlifes. Naja, also Bauerntölpel quasi. Ja, sind wir schon wieder fertig. Ja, da sehen wir ein bisschen was über die Frau, die wir eben getroffen haben. Knife Seller's Wife.
also die Frau vom Messerverkäufer. Das Produkt einer gebrochenen Familie. Sie wurde die Frau von einem Messerverkäufer. Eher zum Schutz als aus Liebe. Tja, hat also auch noch jeder Charakter irgendwie seine eigene traurige Geschichte. Hier haben wir den Schmelzer, für den wir dann auch gearbeitet haben. Früher ein Mitglied einer gewalttätigen Gang. Er hasst jeden, der ihn auf seine Disability, seine Behinderung oder ähnliches hinweist. Er wurde der Schmelzer, weil es der gefährlichste Job in der Stadt ist. Oder Dorf. Okay. Mein Homunculus benimmt sich heute ziemlich seltsam. Ich sollte mal hingehen und gucken, was da los ist. Ich sollte den Homunculi wie ein junges Kind behandeln. I must be sure they're happy, so they will work hard for me. Ich muss gucken, dass sie glücklich sind, dann arbeiten sie hart für mich. Ich habe gestern was Schokolade gefunden in einem Haus. Ich frage mich, ob sie glücklich ist, wenn ich es ihr gebe. So, probieren wir aus. High quality chocolate made into beautiful bitter threads, loved by those with a burning heart. Du machst mich glücklich, alter Mann. Mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Los! Ah, es hat wie erwartet funktioniert. Und ich sollte möglicherweise mehr in der Stadt zu kaufen. Wie auch immer. I need to be sure to not put gifts near the soul chamber. Ich sollte die Geschenke nicht in der Nähe der Seelenkammer machen. Okay. Okay, die Seele hasst jedes bisschen, also jeden Gegenstand, der irgendeine Affinität hat. Aber es könnte möglich sein, dass ich das auch zu meinem Vorteil nutzen kann. Was ist das für ein Geruch? Woher kommt das? Kommt das vom Körper? Oh nein. Das ist ein verrottender Geruch. Areas Body, also ihr Körper, beginnt zu vermodern. Was tun, was tun? Okay, zuerst mal beruhigen. Ich denke, ich sollte in die Stadt. Dort könnte ich Hilfe finden. Jo, dann auf wieder in die Stadt. Es muss hier einen Laden irgendwo geben. Muss es irgendwas geben, um Sachen haltbarer zu machen. Greetings, young man. Oh dear, oh dear. Die Gerüchte sind wahr. Mein loyaler Kunde ist zurück vom Tod, nehme ich an. Warte, was? Ich bin gestorben? Ist das wirklich, was passiert ist? Habe ich meine Erinnerung verloren, weil ich gestorben bin? Hey, woher kennst du mich? Ah, der Erinnerungsverlust, nehme ich an. Mach dir keine Sorgen dann. Ich kenne dich einfach. Lass uns das Geblabbel hier beenden und gehen direkt ins Geschäft, ja? Was brauchst du, alter Freund? I need something for my... Verdammt, ich kann nicht einfach sagen, dass meine Tochter tot ist. Homunculi? What? Sie weiß darüber Bescheid? Ja, meine Homunculi. Ich muss ihre Körper
haltbar machen. Na, dann guckst du hier am richtigen Platz, alter Freund. Ich hab hier was. Nicht wirklich für Homunkuli. Und auch nicht für Tiere, aber für Menschen. Für verstorbene Dörfler. Wie du ja weißt, dürfen sie nur unter Vollmond beerdigt werden. Das kann halt schon mal ein bisschen was dauern, nämlich 4 Wochen. Der kommt immer am 4., in der 4. Woche jeden Monat, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Und wir benutzen das, um die Körper haltbar zu machen, wenn sie zu einem schlechten Zeitpunkt sterben. So, ganz kurz nach dem Vollmond. Und dann 4 Wochen rumliegen müssen. Ja, ich bin schon eine ganze Weile hier am Lagern. Okay, ich werde es kaufen. Wie viel? Es ist nicht teuer, mein alter Freund. Ich kann dir dieses hier sogar kostenlos geben. With Complementary Transmutation Materials on top of it. Oh, sie gibt uns noch ein kleines bisschen was Extras. Du bist zurück und das ist gut fürs Geschäft. Oh, danke für deine Freundlichkeit. Jederzeit, mein alter Freund. Denk nur dran, mich wieder zu besuchen. Alles ist hier für dich. Was hat sie mit diesem alten Freund die ganze Zeit? Ich kenne sie nicht mehr. Aber sie scheint mich gut zu kennen. Sie weiß sogar über Transmutationen und Homunkuli Bescheid. Was auch immer. Und das wahnsinnige Grinsen wieder. Zumindest hat sie mein Problem beseitigt. Und das kostenlos. Okay. Dann haben wir hier alles. Achso, ich muss mit der nochmal reden, oder was? Was brauchst du, alter Freund? Ja, nix. Ich will eigentlich hier weg. Oh dear, oh dear. Achso, ich muss den trotzdem noch kaufen. Der kostet jetzt nur 0. Na gut. Sie schickt uns alles zu. Das ist schön. Danke. Okay. Jetzt, wo ich schon mal hier im Dorf bin, kann ich meine Homunculus auch ein bisschen arbeiten lassen. Wie wir festgestellt haben, ist das hier enger. Wir gucken uns aber trotzdem mal kurz alles an. Clank. You know what? Clank. Ich liebe diese Arbeit. Ich liebe es, mit geschmolzenem Eisen und meinem Hammer zu bearbeiten. Das bringt gute Erinnerungen zurück. Und es hilft mir, meine Ex-Frau zu vergessen. Und meinen schiefgelaufenen Raub. War das alles? Ist das alles, Mensch? Okay. Der will also nur mit mir reden. Die Leute sind faul. Sie verkaufen Zeug, das leicht gefunden oder gesammelt oder kombiniert werden kann. Ich jage für Materialien. Im Morgen und verkaufe sie am Nachmittag. Nach einem langen Tag auf der Arbeit feiere ich das mit Glücksspiel im Abend. Mhm. Das war die, da brauche ich 4. Da haben wir noch eine Arbeit, das ist Sadness. Tears of a Virgin. Ah, hallo. Wir könnten Praxis austauschen. Ein bisschen Erfahrungen. Aber meine Arbeit ist wichtiger. Während du in deinem Haus deine Hexenkünste verbesserst. Bringe ich die verbannten Leute von Salaj zum richtigen Pfad der Götter oder der Heiligen. Mhm. Auch interessanter Typ. Was haben wir hier? Sadness.
Assistant Pet Keeper. Das Pet sieht schon sehr nice aus. Was haben wir hier? Joy. Okay. Ich würde sagen, den Turm würde ich mir noch mal kurz angucken. Soon I will return to the city. It has been years since I was first stationed here. Ich werde bald in die Stadt zurückkehren. Es ist schon Jahre her, als ich das erste Mal hier stationiert wurde. Diese verbannten Mistkerle und Bauerntölpel und dieser Schmutz aus den Slums geht mir richtig auf die Nerven. Es ist mir zu verdanken, dass es hier Ordnung in dieser Stadt immer noch gibt. Sehr bewusster Mann, also von sich selber bewusst. Warte. 3 days. Yeah, this is what I like. Also der Job macht dir auf jeden Fall Spaß. Dann machen wir mal Play. Er hat kein Glück bei den Frauen. Sie lieben nur das Essen, was er kocht. Das ist ihm scheißegal. Hauptsache, sie kommen. So, dann haben wir die Arbeit jetzt auch schon mal fertig. Halt. Ich würde sagen, lassen wir direkt nochmal arbeiten. Aber es muss doch hier irgendwo noch einen Laden geben. Das sah so ein bisschen wie ein Laden aus. Toys. Okay. Also nicht. Gut. Ja, dann lass ich mal weiterlaufen. Ich dachte, ich könnte hier noch irgendwo irgendwas kaufen. Was ist das? Das ist der schon wieder. Was ist das? Das war der Blödmann. Ja, das nicht, das nicht. Okay, jetzt kann ich auch hier arbeiten. Also die Jobs haben sich so ein bisschen was verändert. Kommt wohl auch auf den Tag der Woche an, wo die wie, wo, wann. Achso, ne, das ist mein Haus da hinten. Nein, möchte ich nicht. Das noch einmal geht. Ich probier's. Das hat noch ein bisschen was gebracht. Sehr gut. 105 Münzen haben wir dadurch bekommen. Der Shopkeeper hat uns einmal Clay und einmal Meat zugesendet. Und wir haben dieses Einbalsamierungszeug bekommen. Tja, und damit wird jetzt die Tochter eingeschmiert, damit der Körper haltbar ist und haltbar bleibt. Ah, die hat sogar da so einen Lebensbalken. Oh, meine Kleine. Wie konnte nur so ein miserables Schicksal dich treffen? Ich vermisse dich so sehr. Das tue ich. Warte noch ein bisschen länger, mein Kind. Papa wird dich zurückbringen. Ah, geiles Geräusch. Schon bald, mein Schatz. Schon bald lachen wir zusammen wieder. Das Buch. Es glüht schon wieder. Ich könnte wieder was Neues lernen. Oh, was haben wir da? Ein Seeleninfusionsritual. Aha. Das ist also der Prozess, um eine Seele in einen Körper zu bekommen. Könnte es das sein? Könnte es das sein, was ich brauche, um Rhea zu beleben? Ja, da ist immer noch Hoffnung.
Ich sollte diesen Prozess vorsichtig und gründlich studieren. Scheint so, als könnte das Ritual nur unter einem Vollmond gemacht werden. Daran werde ich mich auf jeden Fall immer erinnern, um keinen Fehler zu machen. Okay. Affinities größer als 30% oder sollen alle 30 insgesamt ergeben? Keine Ahnung. Affinity Levels need to be high. Also die Affinity Levels müssen hoch sein. Und immer Vollmond. Eine Seele zu extrahieren wird seine Affinitäten wegnehmen. Ja, achso, da ist jetzt auch was gekommen. Nice. Always check. Was steht da? Check the affinities. More days, more money. Okay. Jobs kommen und gehen. Muss aufpassen in der Woche. Okay. Was haben wir hier? The same 200, close 100, distance 50. Okay. Ah, okay, das ist also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Enge habe, dann ist 4 50%. Genauso hier bei Joy und Sad. Bei denen ist es close, also 100. Und wenn du genau das hast, dann kriegst du 200. Okay. Ja, ja, er hat das genauso beschrieben, wie ich es gerade erklärt habe. Okay, okay, okay. Oh, da ist auch noch was aufgetaucht. Kill. Sacrifice. The affinity of the homunculus increase the corresponding soul's affinity. Also die Affinität von dem Homunculi erhöht die Affinität der Seele. Record all homunculi progress. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt, du. Der Vollmond, er ist bald hier. Ich muss ihre Seele schnell wachsen lassen. Ich werde noch einen Homunculus mit den Sachen von der Shopkeeperin machen. Okay, es sind drei verschiedene Sachen. Da kommt, glaube ich, nichts bei rum. Wenn ich das aus dem Buch richtig gelesen habe, waren drei verschiedene Sachen durchgestrichen. Aber gucken wir. What is wrong with her body? It's incomplete and fragile. Es ist nicht komplett und fragil. Arte. Na, ich erinnere mich. Ich sollte niemals drei verschiedene Kredenzien verbinden. Oder ich bekomme einen kaputten Homunculi wie das da. Ihre Tätigkeiten sind ziemlich limitiert. Ich glaube nicht, dass sie arbeiten kann. Cassandra. Da gehe ich mal da rein. Ein paar Räume im Haus sind zu beschädigt, dass ich da einen Homunculus reinpacken kann. Die muss ich erstmal reparieren. Aber das kriege ich nicht selber hin. Aber da kann mir bestimmt ein alter Freund bei helfen. So. Ich muss raus. Mehr Geld verdienen. Dann, da haben wir einen Brief. Ah, Homunculus has left the letter on the door. I should read it to record it in my journal. Mhm. Also hat uns unsere Homunculus-Tochter einen kleinen Brief hinterlassen. Hey, Papa. In die Stadt zu gehen ist hart für mich. Es ist so einfach, um Teile von mir selber hinter mir zu lassen. Und das Wetter kann auch schwierig sein, wenn es regnet. Du solltest dich besser um mich kümmern, nach all der Arbeit, die ich für dich tue.
Aha. Spend time. Do you want to spend time? You can only do this once a day. Ne, dann nicht. Ich habe auch nichts, was ich dir schenken könnte. Die hat immerhin schon die Affection recht gut, Level 3. Ja, und du? Do you need something? Okay, ich habe keinen Kill-Button da. Na gut, dann lassen wir das mal. Ja, jetzt sind auch schon eine Dreiviertelstunde rum. Ich würde sagen, für die erste Folge reicht das erstmal. War, fand ich, ein ganz interessanter Start. Auch wenn meine Übersetzungen teilweise etwas holprig sind, hoffe ich, das war ganz okay soweit. Ich werde bestimmt noch ein oder zwei, vielleicht auch drei Folgen hiervon machen und dann mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem. Madet Jod, schwenkte Hot, grüß euch Jod, ich bin fort.